Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Sims 3. Ich habe es heute doch noch an den Computer geschafft. Ja, ich dachte, ich schaffe es nicht. Den Grund erzähle ich euch gleich noch. Ist was Schönes. Aber, ja, mein umfangreiches Wissen, genau. Vorher, bevor wir anfangen, würde ich euch noch gerne eine Frage oder Aufgabe stellen. Ich mache nochmal kurz Pause. Oder wartet mal. Hunger, Energie ist eigentlich ganz gut. Okay, kann man weiterlaufen lassen. Wir schicken den Luke einfach ins Bett. Der ist ja soweit ganz fit. Obwohl, wartet mal, den Pepsi können wir noch sauber machen. So, bevor ihr jetzt wieder wegschaltet, möchte ich euch, wie gesagt, gerne noch eine auf. Ey! Warum machst du Krach? Palu! Nein! Nicht die kleine Chili an. Bellen. Also, bevor ich mich wieder ablenken lasse, ja, eine kleine Aufgabe für euch. Ich brauche einen Namen für eine andere Plattform, wie und was oder um was es genau geht, das werdet ihr mit der Zeit noch erfahren. Ich habe dafür schon ein bisschen was vorbereitet. Mir fällt halt nur absolut kein Name ein. So, die Aufgabe lautet, erfinde für mich einen Namen, der vielleicht mit meinem Namen zu tun hat, der einzigartig ist, der sich vielleicht auch reimt, der lustig ist, der kurzbündig und knackig ist und ja, einen Namen, okay, jetzt können wir schlafen gehen. Der, ja, zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel, ich mag aber diesen Spitznamen irgendwie nicht so richtig. Das wäre aber so ein Beispiel für kurz, für kurzbündig und knackig. Ja, also das, was ich so im Kopf hätte, wäre zum Beispiel jetzt Melli Pirelli, aber wie gesagt, irgendwie klingt das total doof, aber das wäre halt so ein Beispiel für kurzbündig und knackig und irgendwie auch sinnvoll. Ja, und meine Aufgabe für euch ist, erfindet mir bitte so einen Namen. Mal gucken, ob ihr irgendwas Cooles findet und mir damit weiterhelfen könnt. Das wäre echt cool. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. So, wir machen weiter. Was ist denn hier? Mit Sims 3, mit 4 Stars an Freunden, das kriegen wir hin. Was ist jetzt so los hier? Warte mal. Ariana küssen und Lola küssen. Warum? Okay, machen wir. Hufeisenfeld. Kaufen. Wir haben zwei Simoleons. Wie sollen wir da irgendwas kaufen? Balu, warte mal. Jagen beibringen, genau. Ihr hattet nämlich geschrieben, ja, warum hast du die Katze gekauft? Wir können auch mit einem Hund jagen gehen. Schick dem Hund zum Jagen und bring ihm das bei und der macht das. Okay, machen wir. So, wie spät haben wir es? 0:48 Uhr, wisst ihr was? Ich glaube, das verschieben wir auf morgen. Das mit dem Jagen beibringen und extrem schlafen. Und ich mache das jetzt immer so ein bisschen schneller, das Ganze. Und ja. So, ich hoffe, die Nacht geht schnell vorbei. Und ich hoffe vor allem, wir sind frühest wieder fit, dass wir nach Möglichkeit den ganzen Tag haben. Oh mein Gott, es wird echt so Zeit, dass wir vielleicht mal irgendwie das Haus größen. Oh mein Gott, jetzt dachte ich, wer steht denn hier vor dem Haus? Aber es ist nur der Briefkasten. Super. Ja, ich hoffe, dass wir frühest um 6 um 7 wieder fit sind, ausgeschlafen sind, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Bett hat sogar schon Energiestufe 10, also Level 10. Oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Was passiert? Was passiert hier gerade? Nichts, okay, machen wir weiter. So, hoffentlich passiert dort irgendwas Spannendes und vor allem müssen wir irgendwie nochmal an Geld kommen. Das heißt, vielleicht nochmal ein Bild malen. Oder es wäre natürlich klasse, wenn wir mal ein Werbegeschenk bekommen würden. Das würde unsere Geldprobleme definitiv erstmal eine Weile lösen. 6 Uhr, 7 Uhr und wir sind ausgeschlafen. Das ist doch echt super. Hunger, Harndrang, Hygiene, also hier volles Programm. Ich glaube nur, wir können uns nichts leisten. Außer Waffeln, genau. Hunger, Harndrang, Hygiene. Oh mein Gott, hier ist alles dreckig und verstopft. Das gibt's doch nicht. So. Okay. Jetzt kann der nicht an den Kühlschrank, weil der Balu davor steht. Geile Logik. Ich liebe es. Genau. Dann geh erst Pipi und dann duschen und dann gibt es Frühstück. Meine Güte, Luke.
Sei doch mal ein bisschen flexibel. Guck mal, wir können sogar Reste essen. Wir haben noch Waffeln. Wir haben sogar noch Waffeln. Hättest dich ruhig mal hinsetzen können. Oh mein Gott. Ja, das hast du jetzt von deinem Stehen. So, Chili hat heute Geburtstag. Oh mein Gott, die kleine Chili hat Geburtstag. Jetzt schon. Wir müssen uns noch ein bisschen mit der kleinen Chili anfreunden. Ich glaube, wir haben noch gar nicht. Sag mal, haben wir hier keinen Boden? Ist das Teppich oder was ist das? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das, wie das hier aussieht. Wir können es nicht mal ersetzen. Wir können nicht mal so einen billigen Stuhl für 20 Simoleons ersetzen. Na klasse. Ich glaube, wir müssen den Balu dann mal jagen schicken. So, auf jeden Fall werden wir heute den Geburtstag von kleinen Chili feiern. Denn ich weiß nicht, hatte ich es schon erwähnt? Wir hatten ja im letzten Part die kleine. Bleib doch mal stehen! Die kleine Turbo-Katze Chili. Die rennt hier nur durch die Gegend. Genau, die hatten wir adoptiert. Wo ist sie jetzt schon wieder? Die hatten wir. Meine Güte! Bleib doch mal stehen. Genau, die kleine Chili hatten wir adoptiert. Und wo müssen wir denn. Wie kommen wir runter? So. Und wir müssen uns jetzt mal. Oh mein Gott, das sieht creepy aus. Das sieht voll creepy aus. Okay, ich dachte, der Anblick wird niedlicher, aber gut. Sie ist trotzdem niedlich. Wir müssen auf jeden Fall die Toilette noch ent. Obwohl, jetzt ist es. Aha, es hat aufgehört. Alles klar, es hat aufgehört. Sehr schön. Auf jeden Fall ist es schon verdammt komisch oder blöd, dass wir uns nicht mal diesen 20 Leon-Stuhl ersetzen können. Es ist die schönste Zeit im Jahr. Das Winterfest ist da. Die heiße Schokolade fließt, das Feuerholz brennt und alle verbreiten Jubel. Ob du Schlittschuh oder Snowboard fährst, überstürze nichts. Unterstürze. Alles klar. Du kannst dich immer noch nächstes Jahr verbessern. Okay, also das ist doch echt ein Grund hier heute mal, nachdem wir Chilis Geburtstag gefeiert haben, zu dem Winterfest zu gehen. Chili, bleib doch stehen. Verstärkendem Loben für hyperaktiv sein Herumrennen. Irgendwie, die Katze rennt hyperaktiv rum, der Hund, der kläfft die ganze Zeit. Verstärkende Maßnahmen, Ausschimpfen für laut sein. Und das hier ist Ausschimpfen für nicht zerstörerisch sein. Okay, nee, dafür müssen wir ihn loben. Nicht zerstörerisch sein. Ja, oh Baby, nicht traurig sein. Aber das darfst du nicht. Ja, oh Baby. Ich weiß gar nicht, wo sieht man denn das welche? Baloo Harper hat ein neues Merkmal erhalten. All das Lob oder die Schimpferei hat sich ausgezahlt. Alles klar, wo sehen wir das denn? Was unser. Nicht zerstörerisch, okay. Also der Baloo macht jetzt auf jeden Fall nichts mehr kaputt. Nee, warte mal, ihr könnt jetzt noch mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Trick beibringen, Zuneigung. Jagen beibringen, genau, mach das mal. Kann er schon jagen gehen? Herumrennen? Nee, er kann es also von sich aus noch nicht. Also müssen wir ihm das jetzt so weiter beibringen. So. Pepsi, ist noch alles schick? Pepsi. Catalina Ara, Pepsi, alles klar. Ich finde diese schön. Oh. So, im Geschäft ist nicht zerstörerisch erhalten. Alles klar, das hatten wir schon. Wo ist Chili jetzt hin? Wir müssen aufpassen, wenn Chili älter wird. Wo ist Chili? Wo ist die Katze? Was ist mit dir? Hast du Angst vor der Staffelei oder was? Das ist ja creepy. Gabriella Klotz. Aha. Okay, ich bin ja mal gespannt. Wir können das jetzt auch nicht. Ach, die Katze verschwindet im Schnee. Ist das niedlich. Wir können jetzt auch nicht. Das Kätzchen. Zuneigung, Pflege. Nee, wir können jetzt auch nicht.
Nur eine hyperaktive Katze. Das macht meine auch immer. Ich weiß nicht, was das soll, aber irgendwie. Ich weiß nicht, die rennt immer genau dieselben Kreise. Immer vom Wohnzimmer in die Küche oder halt, wenn ich in der Küche sitze, zum Wohnzimmer und zurück. Immer dieselbe Runde. So, mal gucken, ob wir gleich den Hund zum Jagen schicken können, denn wir brauchen echt mal Geld. 2 Simoleons haben wir noch. Oh mein Gott, Baloo Harper hat das Jagen gelernt. Aufgepasst. All ihr versteckten Dinger. Baloo Harper wird euch aufspüren. Das sieht gut aus. Okay, los, wir machen das jetzt mal. Wir machen das gleich mal. Freundlich, gejagen. Spaziergang mit Ziel jagen, beibringen. Ich denke, wir können schon jagen. Meine Güte. Ausbewachen, herumrennen. Okay, also können wir den Baloo, glaube ich, so wie es aussieht, nicht gezielt, Trick beibringen. Nicht gezielt losschicken. Apportieren, Spaß. Jagen, da! Warte mal, jagen beibringen? Jagen, okay. Ah, nee, das ist ein anderes Jagen. Okay, aber auch niedlich. Auch sehr, sehr niedlich. Hunde aller Rassen können jagen lernen. Mit dem richtigen Training ist bald jede Hundeschnauze in der Lage, seltene und seltenste Sammelobjekte in der Nachbarschaft zu erschnüffeln. Okay. Alles klar. Hunde mit der Jagdfähigkeit können... oder ein Date für deinen Sim heranschaffen. Okay, interessant. Das ist ja echt verdammt nochmal interessant. So, allerdings warte ich jetzt gerade noch. Pflege. Nach Hause gehen. Jagen beibringen. Ich möchte gerne... Trick beibringen, verstärkenden Maßnahmen. Loben für... Jagen akzeptiert. Ne, okay, ich würde sagen, wir machen mal noch den zweiten Punkt voll. Da hat nämlich nicht mehr viel gefehlt. Vielleicht können wir ihn dann alleine losschicken. Und Chili? Auch immer noch ein Baby. Wir dürfen das nicht verpassen. Oh mein Gott, wir sind ja sogar schon Star Level 4. Das ist ja irre. Okay. So, herzlichen Glückwunsch. Baloo hat die Jagenfähigkeit Level 2 erreicht. Können wir jetzt irgendwas anderes machen? Pflege, Trick beibringen. Aha, mehr. Tier hochnehmen. Tier baden. Verstärkende Maßnahmen. Loben für. Aha. Alles klar. Nee, wir können immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen einfach warten, wenn der Hund herumstromert, dass er. Wo ist die Katze schon wieder? Kätzchen! Genau, dass er dann einfach. Nein! Chili! Ich glaub's nicht. Was ist das? Also, es ist ein Telefon, das ist mir klar, aber er geht schon ran. Ne, nicht gut. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Was war das? Was war das? Was ist los? Paparazzi! Barsch begrüßend zwischenrufen. Okay, Paparazzi. So. Ich weiß gar nicht, es ist so viel passiert. Ich würde mal gucken wollen, ob wir vielleicht sogar etwas im Baumodus in dem Inventar haben. Nee, haben wir nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass ich dort irgendwas verpasst habe oder nicht mehr daran denke. Aber gut. Okay, was macht ihr? Ihr habt Spaß. Okay, wir könnten uns allerdings auch mal um die kleine Chili kümmern, weil, ja, die säufte gerade aus der Pfütze. Nicht besonders... Tja, wie soll man... Sie hat die Pfütze weggesoffen! Oh mein Gott, so ein großer Durst. Das ist schon ziemlich creepy, was hier gerade passiert. Kannst du... Das ist wirklich eine turbobetriebene Katze, das glaubt ihr gar nicht. Steuerung bei Sims 3 ist auf jeden Fall anfälliger wie bei Sims 4. Das ist echt übel. Hand beschnüffeln lassen. Wir müssten jetzt auch mal ein bisschen mit der kleinen Chili schmusen und uns... Katze verschwindet im Schnee, voll creepy. Genau. Wir müssen uns jetzt auch mal mit der kleinen Chili beschäftigen. Weil mit der haben wir irgendwie noch überhaupt nicht viel gemacht. Wir haben zu dem Baloo eine super gute Beziehung, aber zu der Chili noch gar nicht. Spielen. Können wir das? Können wir jagen? Können wir das? Will sie das? Oder
Mach doch keine Fotos von mir. Es sei denn, du machst mich... Wieso schrecken hier alle vor der Staffelei zurück, weil die zerkratzt ist oder was? Oh ja, sie mag spielen. Du bist creepy, weißt du das? Michael Sleep, Paparazzi. Ne. Lustig. Rennt die Katze hinterher? Oh, wie süß. Wann hat sie denn Geburtstag? Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Chili. Spielen, versperrt. Oh. Niedlich. Hand beschnüffeln lassen, Leckerchen geben. Machen wir das mal noch aus. Ist so süß. Verstärkende Maßnahmen. Ferkel sein, hyperaktiv sein. Okay, da können wir gerade nicht so viel machen. Zuneigung, streicheln. Das ist ja hier eigentlich die... No Money Challenge, aber mittlerweile mutiert das Ganze. Hey! Irgendwie zu der, irgendeiner Tier-Challenge. Ich weiß nicht. Spielen, na toll. Spielen ging oder was? Oh, süß. Warte, ist Chili größer? Ist Chili schon größer? Tage bis zur Alterung 9. Nee, okay, noch nicht. Das hat gerade getäuscht. Ich habe jetzt echt gedacht, sie ist schon größer. Oh mein Gott, ich will den Geburtstag jetzt feiern. Ich will sehen, wie die kleine Chili aussieht, wenn sie größer ist. Oh Mann, dieses Warten. So, können wir dich mittlerweile losschicken? Jagen beibringen, Zuneigung, verstärkende Maßnahmen, Loben für laut sein. Okay. Machen wir mal ausschimpfen für laut sein. Der arme Baloo, der kriegt hier nur Schimpfe heute. Wir können ja mal aufräumen. Weg damit. Und weg damit. Sonst kriegen wir irgendwann keine Post mehr. Das wollen wir ja nicht. So, jetzt gibt's Beef. Baloo. Könntest du bitte mal aufhören, hier so laut zu sein? Gab es jetzt schon Ärger? Sieht so aus, oder? Jagen beibringen. Okay, ich möchte ihn jetzt gerne noch weiter Jagen beibringen. Wo ist Chili schon wieder hin? Chili con carne. Chili con carne, neuer Spitzname. Okay, du bist immer noch nicht gewachsen, Chili. Ja, hat ja auch Vorteile. So klein sind sie so niedlich, ne? So. Das ist aber das, was viele leider vergessen. Ein Tier ist, wenn es klein ist, total niedlich. Und ja, die werden halt aber auch groß, ne? Ich finde die Große natürlich immer noch total niedlich. Bei anderen ist es manchmal leider anders. So, okay. Wir machen mal ein bisschen schneller. Dann schauen wir mal, was bei Level 3 passiert. Ich hoffe, da passiert etwas. Hat er schon was im Inventar? Nee, auch noch nicht. Chili, wann wirst denn du? Ich will endlich... wir warten hier eigentlich die ganze Zeit nur auf den Geburtstag von Chili. Und, deswegen gehen wir nicht raus. Deswegen, und die Katze altert einfach nicht. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Es sei denn, wir helfen nach. Wartet mal. Funktioniert das? Wo ist sie denn? Da, funktioniert das? Chili macht erstmal ein Nickerchen. Nächste Altersstufe. Star. Eine Katze und ein Hund kann ja ein Star sein, oder was? Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, okay. Also, wenn unser Baloo dann nicht richtig mal einen großen Braten oder sowas fängt, oder ich weiß nicht, bringen die auch Tiere mit? Hey, Handy! Erschrocken, oh mein Gott. Im Inventar. Hier war das noch so kompliziert. Da muss... Oh, Ariana ruft an. Oh mein Gott. Ariana möchte plaudern. Hat Luke Lust zu reden? Okay. Alles klar, natürlich. So. Was war denn das jetzt? Was war denn das? Warte mal, wo kann ich denn das? Wo sehe ich denn das? Wird unterhalten. Alles dreht sich um mich. Sim steht im Mittelpunkt. Aber was das jetzt war, das ist hier, glaube ich, nicht. Nee. Kann ich das größer machen? Mehr passt hier. Da geht's weiter, alles klar. Aber nichts Interessantes. Und ich weiß auch immer noch nicht, was das jetzt war.
So, ein Star-Level aufsteigen. Das machen wir auf jeden Fall mal fest, denn ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange. Und mit der Ariana haben wir auch schon eine recht gute Beziehung. Wieso haben wir auf einmal so viel mit Lola Bell? Chili hat Geburtstag! Oh mein Gott! Chili hat Geburtstag, können wir abfeiern? Ich möchte gerne feiern. Feiern, feiern! Ich möchte feiern. Okay. Ah, da ist er ja schon. Oh mein Gott, Chili! Oh mein Gott! Guck mal! Oh mein Gott! Ich finde Chili so süß! Oh mein Gott! Das ist ja toll! Ich finde die so süß! Spielen, jagen, Zuneigung. Hey! Du wirst erwachsen und schon machst du Dinge kaputt oder was? Das gibt's ja gar nicht hier. Zerstörerisch sein. Nein! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du brauchst 3 Sekunden, um diese Kommode zu zerstören. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal. Sie jagt ihren Schwanz, aber sie hat gar keinen. Logisch, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Feierabend. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.